Hallöchen zusammen zu einem neuen Infovideo nach längerer Zeit mal wieder, also beziehungsweise ich wollte es ja monatlich, aber jetzt, ich habe einfach mal vorsichtshalber einen Monat ausgelassen, einfach nur mal um zu sehen, ob ihr es merkt. In diesem kleinen Infovideo heute, was gibt es denn heute zu erzählen? Ja, keine Ahnung, was im Moment so auf meinem Kanal abgeht, da werde ich gleich mal so drauf zu sprechen kommen. Und ihr sollt ja nicht immer nur leer ausgehen bei mir. Ich meine, klar, natürlich, ich klaue euch die Zeit, ich verschwende wertvolle Lebenszeit, wenn ihr meine Videos guckt, aber heute gibt's was zu gewinnen, genau. Und zwar 2 Gäste-Keys zu dem niedlichen DayZ-Klon The War Z. Wie ihr das gleich gewinnen könnt oder so, das sage ich nachher gleich mal später zwischendurch. Einfach nur, damit ihr das ganze Infovideo anguckt. Ja, so habe ich euch nämlich. Ja, ja. Nun gut, was soll ich sagen? Heute, wo ich das jetzt gerade aufnehme, ich renne gerade Deponia, dass ich das gleich noch raushauen kann. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Nein, genau, heute ist also so ein Tag, oder beziehungsweise, wenn ihr das seht, gestern, wo ich dann jetzt auch so 3 Folgen auf einmal rausknallen muss, weil der liebe Siluens und ich, wir haben mittlerweile eine riesige Ansammlung an DayZ-Folgen mittlerweile aufgenommen. Da bin ich mittlerweile gerendert, habe ich jetzt schon Folge 40 und hochgeladen habe ich Folge 26. Ne, 27 heute, haha. Also da werde ich versuchen, zwischendurch jetzt mal ein paar öfter die Folgen rauszuhauen, ansonsten kommen wir nie wieder zum Aufnehmen. Was wollte ich noch sagen? Ja, War Z wird es auf jeden Fall wenigstens ein Let's Schnupper geben oder wie auch immer. Oder falls ihr da richtig Bock drauf habt, falls ihr diesen Gäste-Key gewinnen wollt, mit dem ihr 48 Stunden lang spielen könnt nach Aktivierung, ab dem 1. November, glaube ich. Und ihr da richtig Bock drauf habt, könntet ihr vielleicht ja so gar als Gästestimme bei dem Let's Schnupper mit dabei sein, wenn ihr wollt. Dann schreibt ihr das einfach da mit dabei, je nachdem, na, dazu komme ich irgendwie gleich späteres bestimmt noch. Außerdem, ja, Let's Schnupper hätte ich jetzt auch aufgenommen, aber die Zeit hat gedrängt. Das Infovideo kam natürlich jetzt erstmal vor, weil das soll jetzt natürlich auch vor dem 1.11. rauskommen, dass ihr auch fleißig Kommentare schreiben könnt. Ich denke mal, da wird es, weiß ich nicht, 3 Tage Zeit geben oder 2 Tage, dass ihr eure fleißigen Kommentare darunter setzen könnt. Wer in der Zeit das Infovideo nicht gesehen hat, ja, Pech gehabt, tut mir leid. Aber ich will ja nicht ewig warten und die Leute bestimmt auch nicht, also ihr nicht, also genau du nicht. Ja, dann habe ich nämlich noch einen Let's Schnupper auf jeden Fall parat. Und zwar nehme ich hier das so fürchterlich hochgelobte Mark of the Ninja. Da werde ich auf jeden Fall erstmal einen Let's Schnupper raushauen. Später auch irgendwann mal als Let's Play-Vorschlag wahrscheinlich unterbreiten. Weil Let's Schnuppers, die sind ein bisschen kurz gekommen, weil das nimmt natürlich auch mal ein bisschen Zeit und Größe und alles. So was, so ein ganzes Zeug alles in Anspruch. Aber ich bemühe mich, sobald ich das irgendwie geschissen kriege, das alles aufzunehmen und so, das zu realisieren. Was haben wir denn sonst noch? Ja, Skyrim, das neue LP, ist angelaufen mit den wunderschönen DLCs Hearthfire und Dawnguard. Bis wir zu den Dawnguard-Inhalten kommen, ich habe keine Ahnung, wie viele Folgen dazu ins Land streichen. Ja, Hearthfire, keine Ahnung, wie wir uns das Haus bauen oder sowas, das kriegen wir auch später irgendwann nochmal zu sehen. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, weiß nicht, ob auch mit der Vorgeschichte und so, das ist bei euch ja auch echt super angekommen. Das freut mich auch total. Mal gucken, wie wir das vielleicht noch ein bisschen weiter spinnen können mit der Geschichte und dass sich das auch ein bisschen weiter durchzieht durch die Geschichte. Durch unser LP, da bin ich mal sehr gespannt. Ja, was haben wir denn noch? Ja, Chaos of Deponia, auch wieder der 2. Teil von Deponia, halt. Sehr, sehr cool bisher, macht echt wahnsinnig viel Laune. Das 2. Adventure zur gleichen Zeit, weil The Book of Unwritten Tales läuft ja immer noch und ich habe keine Ahnung, wie lange das noch geht, weil da sind wir auch schon bei einigen Folgen mittlerweile. Weil ich habe jetzt ja mittlerweile 5 Projekte dann gleichzeitig und die möchte ich auf jeden Fall ganz gerne ein bisschen verkürzen, also beziehungsweise ein bisschen weniger Projekte haben, weil 5 gleichzeitig ist echt ein bisschen viel, vor allem es geht dann mit keinem Projekt wirklich ins Vorne. Zum Beispiel bei Battlefield, das wird jetzt nämlich erstmal zu Ende gehen, also nicht so von mir aus, weil ich sage, ich mache das nicht weiter, nein, sondern mit der Folge, ha,
die es heute, wenn ihr das jetzt seht, geben wird, wird da nämlich, weil nämlich die letzte Folge wird das nämlich sein. Ja, dann ist nämlich schon mal eins weniger, dann wird The Book of Unwritten Tales das nächste sein, was zu Ende gehen wird, weil ja, Skyrim, das wird so schnell nicht vorbei sein. Und Deponia haben wir ja quasi gerade erst angefangen, das dauert also auch noch ein Weilchen. Ja, und da möchte ich erstmal wahrscheinlich bei diesen drei Projekten erstmal bleiben, weil Skyrim, das wird ja auf jeden Fall ein Dauerprojekt. Ja, Deponia ist kein Dauerprojekt, aber haben wir gerade erst angefangen. Und DayZ als, naja, Dauerprojekt, aber da habe ich ja noch reichlich Folgen im Moment aufgenommen, da muss ich mir ja keine Sorgen machen. Aber dann kommt ja zum Beispiel auch The War Z raus, was ich ja wenigstens anschnuppern werden möchte, wollen würde. Ja, was danach daraus wird, das weiß ich nicht, ob ich mit dem Siluence dann vielleicht auf War Z wechsle oder so. Weiß ich nicht, dazu müsste der sich das dann erstmal holen, da weiß ich nicht, ob er da Bock drauf hat. Aber der wird ja natürlich auch mal in War Z reingucken und sowas, dann wird er natürlich auch seine Meinung dazu kundtun. Einige sagen natürlich, War Z ist besser wie DayZ, aber bisher empfinde ich das noch nicht so. Aber was ich sagen muss mittlerweile, War Z ist definitiv auf einem guten Weg. Also da ist definitiv mit zu rechnen und das sollte man definitiv im Auge behalten. Ja. Gut, das dazu. Ja, wo ich jetzt schon so viel drüber erzählt habe, War Z Verlosung. Also wie gesagt, ich habe zwei Gäste-Keys, mit denen könnt ihr, also zwei Leute werden das bekommen und die werden das dann bekommen. Nein, damit könnt ihr 48 Stunden nach Aktivierung hoffentlich spielen. Also sofern ich das richtig verstanden habe, ich habe mir das jetzt nicht genau ultra angeguckt, aber ich meine, so wäre es gewesen, dass man ab dem 1. November oder 31. Oktober dann quasi, wenn man den Key aktiviert hat, 48 Stunden lang War Z austesten kann. Und ja, dann könnt ihr euch in der Zeit ein Bild drüber machen und dann gucken, ob ihr euch das danach holen wollt oder nicht. Also ich glaube, hier diese kleine Survival-Dingen kostet, glaube ich, $20 oder so. Das sind irgendwie so um die 14, 15 Euro. Es gibt unendlich viele Bezahlmöglichkeiten, 300 Stück oder sowas, glaube ich, um War Z zu bezahlen. Ja, auf jeden Fall, um das zu gewinnen, das wollt ihr natürlich bestimmt alle wissen. Wie bekommt ihr das? Ja, und da ich mir so komplexe Dinge dann natürlich wie, macht mir ein Ultra-Video, wo ihr euch wahnsinnig schriftlich bewerbt oder so. Nein, das ist ja natürlich alles Mumpitz. So viele Zuschauer habe ich ja gar nicht. Da müssen wir ja mal ein bisschen realistisch bleiben. Und zwar habe ich mir dann gedacht, schreibt ihr einfach erstmal unten was in die Kommentare, dass ihr die auf jeden Fall ganz gerne haben wollt. Und dann irgendwie was Lustiges. Ich weiß nicht was. Entweder warum ihr das haben wollt, das ist ja meist lustig genug. nein, war natürlich nur Spaß. Irgendwie was Lustiges, wo ich mir denke, ach, das war aber lustig und das zaubert mir aber ein Grinsen ins Gesicht. Ich weiß nicht so, ach, guck mal, ich habe dir gerade 1000 Euro überwiesen, das wird mir ein Grinsen ins Gesicht zaubern. Oder hier, guck mal, ich habe dir 500 Abonnenten besorgt, das ist natürlich auch lustig. Nein, aber Spaß beiseite, irgendwie schreibt es einfach in die Kommentare. Und vor allem, wenn ihr den Gäste-Key haben wollt, ob ihr denn dann auch mitmachen würdet oder ob ihr denn Interesse hättet, eure Gaststimme dann beim Let's Schnupper dazu zu geben. Ein Termin, das wird dann so ab dem 5. November. Vorher darf man, glaube ich, von War Z nichts veröffentlichen. Also ab dem 5. Oktober und dann auch wirklich 5. 6. Oktober, November, Entschuldigung, 5. 6. November, ab dann solltet ihr nachmittags, auf jeden Fall dann einmal Zeit haben, dann die Stunde aufzunehmen, falls ihr da Bock drauf habt. Wenn ihr nur sagt, ich möchte nur den Gäste-Key, dann schreibt ihr einfach nicht dabei, ich möchte da mitmachen, sondern ich will nur den Gäste-Key. Alter, rück raus! Ich will den haben! Ja, was gibt's denn sonst noch zu erzählen? Ja, jetzt könnt ihr natürlich schon wieder was gewinnen. Jetzt könnt ihr natürlich sofort das Video ausschalten. Schnipp! Oder ich sag auch einfach nichts mehr. Ich meine,
Nein, wenn genau du, fühl dich ruhig angesprochen, wenn genau du jetzt einfach nicht mehr zuhören möchtest, was soll ich dann einfach noch weitererzählen? Verlosung, was man machen muss, um an so Gäste-Key zu kommen, wisst ihr ja schon. Haben sie eh wieder alle ausgeschaltet. Verdammte Zuschauer, jedes Mal das ja. Verdammt, ey. Ich sollte damit immer bis zum Schluss warten, aber dann schalten natürlich auch immer die ganzen Zuschauer nur bis ans Ende und ja, dann war es das, dann gucken die einmal das Ende und den ganzen Rest dazwischen nicht und so müssen jetzt wenigstens dazwischen mal ein bisschen gucken, aber egal wie man es macht, macht man es falsch. Das ist doch irgendwie nicht gerecht und irgendwie alles, was man macht, das ist alles gemein und das ganze System ist verkehrt und nein, alles ist böse und nein. Ja, was, weiß nicht, vielleicht kann ich ja noch eine kleine Anekdote erzählen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das zwischendurch schon mal aufgefallen, dass entweder zwischendurch mal so ein bisschen Radau im Hintergrund ist oder so. Oder auch, zwischendurch hat sich auch schon mal so ein bisschen meine Stimme verzerrt. Weil hier laufen nämlich jetzt zwei kleine Kätzchen rum. Und die kleinen Saubis da, namentlich Edna und Lilly, von Edna bricht aus und, naja, dem zweiten Teil. Die sind nämlich zwischendurch so fies. Beim Aufnehmen springen die mir nämlich einfach mal so das Bein hoch. Mal gucken, vielleicht bastle ich auch einfach mal noch so ein Bild dazwischen. Dann seht ihr die mal. Und die sind natürlich Edna und Lilly zum Verwechseln ähnlich. Auf jeden Fall, das kann da mal sein, dass da mal zwischendurch dann, was ist genau bei irgendeiner DZ-Folge irgendwo, was weiß ich, die kommt in ein, zwei Wochen oder so wahrscheinlich, bis ihr die seht. Da machen die hier nämlich auch ein bisschen einen Wilden, das hört man dann, oder ja, das kriegt man dann auch in dem Video mit. Aber das soll ja nicht euer Problem sein, ist ja alles nicht weiter schlimm, ist bestimmt ganz lustig, vielleicht schnurren sie auch irgendwann mal ins Mikro. Ja, mal gucken, wann auch wirklich der Letzte abschaltet. Weil, ich weiß nicht, ich denke mir jetzt einfach so lange Dünnpfiff aus, bis einfach alle aufgeben. Ja, so lange erzähle ich einfach weiter Scheiß. Dass der Siluens hier zwischendurch immer mit Frauenklamotten auftritt. Dass der hier dann steht mit seinem kleinen rosa Tütü und sagt, hey, wollen wir kuscheln? Wenn der das sieht. Aber mal gucken, wenn er da nichts drunter schreibt, dann weiß ich auf jeden Fall, dass er es nicht geguckt hat. Ich bin gespannt. Ja, weiß ich nicht, was soll ich denn sonst noch erzählen? Kanal, finde ich bisher, läuft gut, ich bin sehr froh, die Abonnentenzahlen, die steigen tatsächlich sehr erfreulich. Jetzt was weiß ich, nicht so ultra 1000 Stück am Tag, aber schon ganz konstant und sowas, da freue ich mich. Kommentare kommen auch fleißig immer regelmäßig bei den Videos, dafür erstmal ein ganz herzliches Dankeschön erstmal an alle. Und nochmal ein kleines extra Entschuldigung an Moment, ich muss das mal eben einmal eruieren. Da muss ich nämlich einmal erst eben Skype anschmeißen, weil ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Hallo, Skype? Skype? So, Moment. Nee, gar nicht falsch. Falsches Passwort. Moment. Geht doch. Und zwar dann nämlich ein ganz herzliches Entschuldigung an den lieben Marki, der mich vor langer Zeit, also beziehungsweise mich und den Siluens mal eingeladen hat, mal mit ihm zu spielen, beziehungsweise dass er gerne mal bei uns mitspielen, erzählen möchte. Und da. Und da möchte ich mich ganz herzlich für entschuldigen, aber, ja, pass auf, können wir das denn nicht? Also, lieber Maki, falls du das liest und du bewirbst dich auf den Gäste-Key von WarZ, dann bist du auf jeden Fall dabei, einfach so als Entschädigung, weil ich dich, zu oft übergangen habe. Also, falls er sich bewirbt, dann ist nur noch ein Key frei, aber ansonsten trotzdem immer fleißig darunter schreiben, dann... Und darunter, also ich entscheide dann einfach entweder, was das Lustigste war, was ihr geschrieben habt, der kriegt das dann, oder ja halt entweder der arme Maki, der immer so ewig jetzt schon erwartet. ja, oder ich suche mir einfach irgendeinen raus, dann tippe ich einfach willkürlich so, du bist es jetzt. Ja, gut. Auf jeden Fall, Maki oder Makey oder ich weiß gar nicht.
Ich hoffe mal, da spricht man so aus, aber ich gehe da jetzt einfach mal von aus. Auf jeden Fall vielen, tut mir echt leid. Aber wie gesagt, ich habe dich nicht vergessen, mit der Set aufnehmen, da wirst du, naja, das dauert noch ein Weilchen. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir es ja tatsächlich jetzt wirklich mal hin, dass wir mal einfach mal so zusammenzocken, einfach mal gucken, wie das läuft und so. Und ja, ansonsten wüsste ich gerade gar nicht viel zu erzählen. Schaut bei dem Silence mal auf den Kanal, das ist natürlich verlinkt auf meinem Kanal. Dingens, Moment, ich muss gerade einmal gucken, wie sie auf YouTube heißt. Moment. Wir tun einfach so, als wäre nichts gewesen, lalala. Das ist jetzt einfach so Zeit, da wollte ich eigentlich was erzählen und ich muss jetzt erst gar nicht gucken, wie die auf YouTube halt. Jetzt lade schneller, so. Mhm. Ach genau, hier, schaut doch auch mal bei der Errol vorbei. Ich verstehe. Die macht auch brav, fein Let's Plays. Mit mit Lufia 2, ach guck mal, da spielt die tatsächlich. Das wollte ich auch schon mal spielen. Aber davor hat sie mal was anderes gemacht. Ach genau, Terranigma. Also so uralte RPGs. Bitte nimm nicht mehr auf. So. So. Jetzt nochmal. Oh Gott. Au. Au. Oh. Fuck. Oh Gott, das tut weh. Au. 3, 2. Ö. Au. Ich hasse meinen Tisch unter meinem Tisch. Da schaut doch auch mal vorbei und ja, jetzt habe ich genug Werbung gemacht und Geld kriege ich dafür trotzdem nicht, aber pff. Aber egal, schaut doch mal vorbei oder bei dem Nerd Rage. Genau, den weiß ich gar nicht. Habe ich den auf meinem Kanal verlinkt? Ach, ich mache das jetzt alles einfach mal während des Infovideos. Wie gesagt, ich mache so lange, bis keiner mehr zuguckt. La la la. Ja, klar, den Nerd Rage habe ich auch verlinkt. Da könnt ihr auch mal vorbeigucken. Was macht der denn im Moment? Der Nerd Rage macht im Moment... Oh, ein Infovideo für... Und ansonsten, was hat der? Abo-Special... Minecraft Battles macht er irgendwie was. Ja, irgendwas. Amnesia, guck mal, macht er auch noch. Naja, egal. Also Werbung gemacht für alle, die ich bei mir verlinkt habe. Bei Maki entschuldigt. Das ist meine Verlosung gemacht. Wunderbar. Auf The Book of... da fällt mir gerade was ein. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen spät, weil wahrscheinlich jetzt keiner mehr zuguckt, aber... falls ihr meinen alten Kanal kennt, mein allererstes LP war ja The Whispered World, was eines meiner definitiv absoluten Lieblingsspiele ist. Und ich würde das unter Umständen ganz gerne nochmal neu aufnehmen, halt in gescheiter Qualität und alles. Würdet ihr das gucken wollen, also beziehungsweise fändet ihr das okay, vor allem weil ich das auch tatsächlich dann ja mal ausnahmsweise mal nicht blind spielen würde und so. Würdet ihr da zustimmen oder fändet ihr das irgendwie doof? Weil wer das gucken will, kann es auf meinem alten Kanal gucken. Altes Mikro hin und her. Scheißegal. Also da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Da könnt ihr mir ja mal eure Meinung zuschreiben. Ja, Battlefield ist zu Ende, genau. Da kann ich auch noch ein paar Sätze drüber lassen. Und zwar, Battlefield ist zu Ende und da wird es definitiv auch so schnell keinen Ersatz für geben, weil wie gesagt, von den 5 Projekten muss ich runter, weil Skyrim, da müssen mehr Folgen raus, damit wir irgendwie ins Vorne kommen. Deponia, da liege ich auch im Moment fürchterlich weit hinten, wenn man guckt, wie weit andere da schon sind mit Folge 20, 30 und sowas und ich bin gerade jetzt bei Folge 5. ja, der Z, das lasse ich mal hinten dran, da, wie gesagt, da haben wir genug. Und so, War Z wird es was geben. Das nächste Schnupper, Mark of the Ninja, hat bei Steam einen Metascore von 97 bekommen. Das ist die höchste Wertung, die es da bisher gibt.
Da bin ich sehr gespannt. Ich habe es einmal kurz angespielt, fand ich sehr interessant. Ob 97 gerechtfertigt ist, naja. Aber das können wir ja mal zusammen in einem Let's Schnupper herausfinden. Ja gut, weiß nicht, jetzt habe ich glaube ich auch allen das Ohr tot und abgequatscht und blutig. Wahrscheinlich blutet ihr schon aus den Augen. Aber ich fand das einfach mal lustig. Mal einfach lustig sein. Einfach mal ein bisschen anders sein. Einfach mal ein bisschen Lebenszeit verschwenden. Und dann wird das schon. Gut, ich weiß nicht, ich hoffe, ich habe da ein bisschen im Hintergrund was schön zusammengeklatscht und alles. Ich hoffe, das macht ein bisschen Spaß. Ja. Was bleibt mir sonst noch zu sagen? Ich danke euch erstmal fleißig fürs Zuschauen und alles. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für die fleißigen Kommentare, Schreiber und alles. Und hoffe, dass ihr auch weiter echt meine Videos schaut, dass euch die auch tatsächlich noch weiterhin gefallen. Also, dass ich auch tatsächlich es schaffe, gescheite Qualität noch zu liefern. Und ja, ich hoffe mal, wir werden noch weiterhin dann eine schöne Zeit miteinander haben, wenn wir irgendwelche coolen Games zocken. Also, bis dahin. Und, ach ja, genau, und schön fleißig bewerben für die WarZ-Keys. Wie gesagt, 2 Stück sind's. Viel Glück, viel Spaß dann damit, wenn ihr die gewinnt. Und vielleicht hören die anderen euch ja auch, oder beziehungsweise hört ihr euch dann selber ja auch, dann später in dem Let's Schnupper von WarZ. Also, bis dahin. Tschüss. Ciao mit Yps.